Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 478. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen aus Immanuel Kant vor, der Kritik der reinen Vernunft. Einen Rilke der Woche gibt es auch und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Mich haben in letzter Zeit ein paar Nachrichten erreicht mit Hinweisen darauf, dass ein bestimmtes Thema ein bisschen zu präsent ist. Was kaum verwunderlich ist, weil dieses Thema im Moment doch sehr unseren Alltag bestimmt und niemand drumherum kommt. Trotzdem fand ich den Impuls gut, mal eine andere Episode zu machen und dieses Wort mit C gar nicht zu benutzen. Stattdessen gibt es heute als Thema der Woche, womit ich euch ablenken will, schöne Wörter mit dem Buchstaben C. Es ist natürlich die Frage, was macht ein Wort eigentlich schön oder was macht ein Wort eigentlich angenehm? Über ein Wort mit C wollen wir im Moment alle nicht sprechen, mache ich auch nicht. Aber ich habe mal geguckt nach einer Wortliste, welche Wörter gibt es denn eigentlich mit dem Buchstaben C? Jetzt habe ich hier gerade meine E-Mail gepinkt. Tut mir leid, E-Mail-Programm ist ausgemacht, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Oder nicht so laut. Also Wörter mit C habe ich gegoogelt und dann findet man eine Wortliste vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Verein ist. Es gibt ja auch sehr fragwürdige Institute für deutsche Sprache, die da so ein bisschen rückwärtsgewandt sind. Was das Leibniz-Institut angeht, habe ich keine Ahnung. Habe ich jetzt auch nicht weiter untersucht. Ich fand aber die Liste ganz praktisch, deswegen nehme ich die einfach mal so. Und irgendwie ist mir dann beim Betrachten dieser Liste aufgefallen, man kann aus jedem Wort was Positives und was Negatives drehen. Und ich versuche einfach mal die Begriffe, die mir hier so ins Auge stechen, positiv zu verwenden. Beim ersten Begriff fällt mir es auch gar nicht schwer. Da steht Kaffee. Natürlich fallen einem gerade im Moment ganz viele Gründe ein, warum man negative Konnotationen mit dem Begriff Kaffee haben kann. Als Ort, in dem man sich trifft und sich was gönnt, zum Beispiel einen Kaffee oder auch ein Stück Kuchen oder so, ist es doch aber eigentlich ein sehr schöner Ort. Und ich mag diesen Begriff, ich mag, dass er mit C geschrieben wird und E mit wie heißt das? Accent? Nach von links unten nach rechts oben. Ich glaube, Accent grave ist der, wo es nach unten geht, ne? Weil es ist dann schwer. Accent aigu? Ich weiß das nicht. Ich bin ja kein Franzose. Ja, genau. Kaffee. Ich mag Kaffees total gerne. Gibt ja in Amsterdam diese braunen Kaffees, die dann eigentlich eher so Kneipen sind, in denen es auch richtiges Mittagessen gibt und so. Ich mag sogar Kaffeeketten, ehrlich gesagt. Also ich setze mich auch gerne mal in ein Balzac. Das ist in Hamburg eine Kaffeekette. Ich glaube, die gibt's außerhalb von Hamburg gar nicht so. Ich glaube, das sind sogar Hamburger, die es gegründet haben. Ich weiß es nicht genau. Natürlich gibt es die große Kaffeekette Starbucks, die übrigens aus Seattle kommt. Und ich war ja mal in Seattle und dort kam halt, da war das erste Starbucks und es ist da sogar eine Art Sehenswürdigkeit. Die sind da so ein bisschen stolz drauf. Da war ich aber gar nicht im Starbucks, sondern da war ich in einem Kaffeegeschäft, was dann so ein Hipster-Kaffeeladen war, wo die Kaffees alle mit einer Aeropress zubereitet worden sind. Das ist so eine sehr moderne Art und Weise, Kaffee zu zubereiten. So einem Plastikröhrchen, wo man so ein bisschen ähnlich wie eine French Press, aber mit Papierfilter. Ja, ich selber habe auch eine Aeropress. Ich hatte schon mal eine, als die relativ neu war, habe ich mir die gekauft. Damals habe ich noch bei Xing gearbeitet. Da war 2011 oder so, hatte ich meine erste Aeropress. Die hat dann so 5 Jahre gehalten, ist halt aus Kunststoff und war dann irgendwann kaputt. Jetzt habe ich mir eine neue gekauft und ich benutze die ganz gerne. Ja, Hipster-Kram. Ich mag aber diese Cafés, in denen eine große Espresso-Maschine steht. So eine riesige Siebträgermaschine, wo dann ein Barista oder eine Barista, ist eigentlich klingt wie ein weibliches Wort, ne? Mit A hinten.
Heißt es für männliche Baristo? Ich weiß nicht. Ein Kaffeebrauer, Hersteller, dann irgendwie einen leckeren Cappuccino macht. Ich mag sehr gerne Cappuccino trinken. Oder doppelten Espresso. Oder tatsächlich habe ich mich sogar mit Kaffee Americano angefreundet. Ich habe das früher immer nicht verstanden, warum man in seinen Kaffee noch Wasser reinkippen sollte. Aber auch das schmeckt ja ganz lecker. Ich mag Kaffees total gerne. Das nächste Wort, was hier, also gibt es einige, die fettgedruckt sind, andere, die nicht fettgedruckt sind. So Hauptbegriffe, glaube ich, ne? Hauptlemmata werden groß gedruckt. Das nächste Großgedruckte ist, oder Fettgedruckte heißt Call Girl. Das ist ja ein Begriff für eine Prostituierte, die man anrufen kann, deswegen Call Girl, und die kommt dann zu einem nach Hause. Ich habe damit keine Erfahrung. Ich lebe in einer monogamen Beziehung. Kam für mich bisher nicht in Frage. Ich finde aber, also ich habe mal Interviews mit Prostituierten gehört in irgendeinem Podcast, war es bei Holgi, ich weiß es gar nicht so genau, und habe mich dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und solange die Frauen und Männer, Callboys gibt es ja auch, steht, ach so, stimmt, in dünn gedruckt steht es da drüber, Callboy, siehe Callgirl, solange die das freiwillig und gern machen, diesen Beruf, und die interviewte Escort-Service-Dame hat sie sich, glaube ich, genannt, und Prostituierte fand sie, glaube ich, auch gut. Ja. Die hat das gerne gemacht. So, und okay, so. Ich meine, Sex ist ein Bedürfnis, das viele Menschen, die meisten Menschen haben. Und wenn das eine Möglichkeit ist, diesem Bedürfnis nachzukommen, ist der älteste Beruf der Welt. Ich meine, Callgirl wahrscheinlich nicht, da musste erst das Telefon erfunden werden. Aber ja, finde ich prinzipiell einen durchaus positiv besetzten Begriff. Camouflage steht hier als nächstes. Wahrscheinlich finde ich zu jedem Begriff, der hier steht, irgendwie was Positives. Camouflage bedeutet ja Tarn, Optik. Camouflage-Hosen sind die, so, so militärmäßig aussehen in so Tarnoptik, mit so, ja, in unterschiedlichen Farben gibt es, ne? Für die Wüste in Brauntönen, für den Wald in Grüntönen und so. Hat natürlich einerseits was Bedrohliches, weil Kriegsassoziation. Andererseits ist es ja ein Modeding. Und in der Mode, wenn da jemand mit Camouflage-Klamotten rumläuft, finde ich das halt überhaupt nicht bedrohlich. Manchmal ein bisschen albern, aber ich mag ja albern. Es gibt ja Menschen, die halten albern für ein negativ besetztes Wort. Wenn ich das benutze, habe es eigentlich immer eher positiv besetzt. Also ich halte mich selbst für hochgradig albern. Leute, die mich persönlich kennen, werden das bestätigen. Wenn man sich alle 2 Wochen auf sein Sofa setzt und einen dreiviertelstündigen Monolog in ein Mikrofon spricht, das ist schon albern. Also, fühlt sich zumindest sehr merkwürdig an. Camouflage, Klamotten, ja, meine Güte. Es ist nicht meins. Ich trage blaue Jeans von Manu Mama. Ich hatte mal eine Phase, bestimmt 10 Jahre meines Lebens habe ich keine einzige blaue Jeans angezogen. Habe ich nur schwarze Hosen und graue Hosen getragen. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich mochte Blue Jeans irgendwie auf einmal nicht mehr. Und jetzt trage ich auf einmal nur noch Blue Jeans. Weiß auch nicht. Camouflage-Klamotten habe ich keine. Na gut, jetzt ist da interessanterweise eine ganze Liste von Camps. Camp 1A, Camp 1B und so weiter. Sind keine Links, ich kann nichts dazu sagen. Das Wort Camp allerdings da habe ich äußerst positive Assoziationen. Ich war früher Pfadfinder beim VCP, Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und das Pfingstcamp war immer so ein besonderes Happening. Da haben sich dann ganz viele Pfadfinder aus den unterschiedlichen Regionen zusammengefunden. Hösseringen ist ein Ort, der mir dazu in den Kopf kommt. Und irgendwo war es als Salzhausen, glaube ich. So, und da war halt ein großes Camp mit ganz vielen Zelten. Jurten wurden aufgebaut, kleine Koten zum drin schlafen, und man konnte Feuer anzünden in diesen Zelten. Und das war eine sehr gemütliche und schöne Atmosphäre. Es gab sehr viele Aktionen. Man konnte irgendwie
was weiß ich, was miteinander machen. Also das war schon toll. Leider habe ich immer Durchfall bekommen auf diesen Camps. Ich weiß auch nicht warum. Das war dann eher unangenehm. Und ja, heute campen. Ich habe ja letztes Jahr meinen Campingurlaub gemacht oder einen Campingurlaub gemacht mit den Nachbarn und Kindern, den Kanuwandern in Schweden. Und das war ja auch mit Camping verbunden. Da haben wir dann gezeltet auf diesen schwedischen Inseln. Und wenn ich mir jetzt die Fotos dazu angucke, habe ich letztens gerade zufällig gemacht, dann ist das eine total schöne Erinnerung. Ich weiß noch, in dem Moment gab es auch Momente, wo ich das verflucht habe. Vor allem nachts, wenn man unbequem geschlafen hat. Und ja, weiß ich nicht, das war irgendwie. Ich bin dann doch eher so der Bequeme, der dann lieber in einem Bett mit einer Matratze schläft. Aber ja, es gibt natürlich dann auch immer negative Seiten, die einem im Kopf kommen. Aber die positiven Assoziationen mit dem Wort Camp überwiegen. Das nächste Wort ist Cape. Das Wort Cape verbinde ich sofort mit Superhelden. Ich habe keine große Superhelden-Comic-Geschichte. Das ist nichts, was ich mich irgendwie sehr angefixt hätte. Ich habe früher keine solchen Comics gelesen. Als Kind habe ich Donald Duck, Mickey Mouse, lustiges Taschenbuch rauf und runter geliebt. Aber da kam ja kein. Doch, Phantomias hieß der, ne? Donald Duck als Superheld ist, glaube ich, Phantomias. Hab's vergessen. Das fand ich geil. Und der hatte ein Cape. So, Superman hat natürlich ein Cape. War ich aber nie großer Fan. Und Batman, so, dann gibt es ja noch diese Marvel- und DC-Unterscheidung. Bei Marvel-Filmen habe ich in letzter Zeit ein bisschen was geguckt. Iron Man hat zwar kein Cape, aber ich mochte irgendwie die ganze Geschichte dann doch irgendwie ganz gern. So, das war ganz lustig. Die meisten Marvel-Filme haben irgendwie eine Art von Komik, die ganz, ganz witzig ist. Aber eine durchaus interessante Assoziation. Das nächste Wort, was hier in der Liste steht, ist Capriccio. Ich weiß noch, dass ich als Schüler, da gab es ja noch kein Internet, also als ich in der fünften Klasse, ich glaube sogar in der Grundschule, ja sicher. Also ich bin 1974 geboren, ich bin 1980 eingeschult worden. Natürlich gab es damals schon das Internet im Sinne von das ARPA und DARPA-Net. Aber es gab noch kein World Wide Web. Das wurde erst Anfang der 90er erfunden. Entsprechend gab es keine Webbrowser, in die man irgendwie Suchbegriffe eingeben konnte. Es gab auch keine Suchmaschinen. Unvorstellbar. Aber ich weiß noch, wo ich jetzt hier gerade sitze und mir den Bereich C angucke. Wir hatten Wörterbücher, um zu gucken, wie Wörter geschrieben werden. So, Rechtschreibhilfen. Es gab natürlich noch kein Word und keine Autokorrektur. Stattdessen gab es ein Buch, wo drin stand, wie ein Wort geschrieben wird. Ich glaube sogar, ohne großartig zu erklären, also es waren halt keine Lexika, wo drin steht, was das Wort bedeutet oder wo es herkommt, sondern es stand nur da, wie es denn geschrieben wird. Und ich mochte diese Bücher, ich mochte auch Lexika. Ich mag auch heute Wikipedia total gerne. Auch einfach mal auf die Startseite gehen, gucken, was da die Begriffe sind oder mich durch Wikipedia-Artikel durchklicken, mache ich total gerne. Und ich habe damals auch das Wörterbuch gemocht. Ich weiß noch, dass wir alberne Übungen gemacht haben. Wer findet am schnellsten das Wort, das so und so geschrieben wird und muss dann sich melden und sagen, auf welcher Seite. War natürlich irgendwie eine komische Übung. Letztendlich hat es dann geholfen, sich in diesen Wörterbüchern schneller zurechtzufinden. Und das erzähle ich, weil der Begriff, weil der Abschnitt mit dem Buchstaben C, der hat mich damals schon fasziniert, weil in allen anderen Buchstaben standen halt langweilige Wörter, also normale Wörter, also die man so im normalen Wortschatz auch hat. Und im Bereich C waren halt ganz viele Wörter, die man eben aus anderen Sprachen entlehnt hat oder die man nicht so normalerweise benutzt. Und das Wort Capriccio ist auch eins, das ich in meinem normalen Sprachgebrauch nicht habe und wo ich auch immer erstmal nochmal überlegen muss, wofür es bedeutet, wofür es steht und was es bedeutet.
Ich lese mal kurz den Wikipedia-Artikel dazu vor. Capriccio aus dem Lateinischen, aus dem Italienischen, bezeichnet Formen der Musik, der Malerei und der Literatur. Als Begriff der Kunsttheorie bezeichnet es den absichtlichen, lustvollen Regelverstoß, die fantasievolle, spielerische Überschreitung der akademischen Norm, ohne die Norm außer Kraft zu setzen. Also ein deutsches Wort, das man stattdessen häufiger benutzt, sind Kapriolen, glaube ich. Kommt das hier eigentlich drin vor? Da schlägt jemand Kapriolen. Ist ja auch so etwas, dass man irgendwie künstlerische Salti macht. Kapriole. Kapriolen machen. Siehe auch Kapriole. Vom italienischen Capriola, Luftsprung, Bocksprung. Wird zumindest nicht auf der Capriccio-Seite direkt verwiesen. Ein außerordentlich positiv besetzter Begriff, Capriccio. Ich nehme mir jetzt in diesem Moment vor, dass ich diesen Begriff häufiger benutzen möchte. Okay, wenn das jetzt irgendwie direkt auf Kunst, also Formen der Musik, Malerei und Literatur bezogen ist, muss ich natürlich aufpassen, dass ich es nicht falsch benutze. Aber man sollte sich mehr mit Capriccio, wie ist denn der Plural? Capricci beschäftigen. Sehr schön, Capriccio. Oh, danke schön, liebes Leibniz-Institut für deutsche Sprache, dass du mich an diesen Begriff erinnert hast. Captatio benevolentiae ist der nächste Begriff. Jetzt meine Latein. Ich hatte ja Latein in der Schule. Benevolenz ist Wohlwollen. Und Captatio hat bestimmt was mit Kopf zu tun. Capio, Captus. Ich weiß es nicht. Oh, es ist so lange her. Ich habe Latein von der 7. bis zur 11. Klasse gehabt. Nach der 10. hatte ich das kleine Latinum. Nach der 11. hatte man ein sogenanntes Latinum, nicht das große, aber irgendwie was dazwischen. Es gab nur keinerlei Verwendungszweck dafür. Also für ein Medizinstudium hätte man das große Latinum gebrauchen können. Ich weiß gar nicht, was man mit dem kleinen Latinum machen konnte. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich entschieden, das mittlere zu machen, für das es überhaupt keinerlei Anlass gab. weiß ich nicht. Aber zumindest hat mir die Zeit damals doch viel gebracht im Sinne von, einigermaßen mit Fremdwörtern umgehen können. Also mit Benevolenz hatte ich, glaube ich, recht. An Captatio benevolentiae ist ein Substantiv, das Verben um die Gunst des Publikums mit bestimmten Redewendungen. Also mit Kopf hat es vielleicht doch nichts zu tun. Aus der Stilkunde. Da lag ich so ein bisschen daneben. Naja, ist auch nicht schlimm. Wer weiß das schon? Was sagt denn hier Wikipedia? Haschen nach Wohlwollen. Eine in der Antike gebräuchliche rhetorische Figur. Tatsächlich hat mich Rhetorik im Lateinunterricht am ehesten noch begeistert. Also diese Liste von verschiedenen rhetorischen Figuren, die wir damals gelernt haben. Die fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Hat mir viel, viel Spaß bereitet. Also hat mir zumindest mehr Spaß bereitet, als irgendwelche lateinischen Texte zu lesen, um einfach rauszufinden, was hat irgendwer über die römischen Feldzüge damals geschrieben. Also das hat mich alles nicht so richtig interessiert. Liste rhetorischer Stilmittel. Guck mal, hier gibt es eine Wikipedia-Liste rhetorischer Stilmittel. Ich weiß noch, dass wir damals solche Listen hatten. Die waren natürlich nicht auf Wikipedia, aber geil. Ich guck mal hier die Liste der rhetorischen Stilmittel mit C. Da. Captatio benevolentiae bittet des Autors am Anfang an die Leser, das Folgende freundlich anzunehmen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was Captatio heißt. Captatio Deutsch. Was heißt denn Captatio auf Deutsch? Steht es nicht. Captatio, Latein, Deutsch, Wörterbuch.
Greifen, jagen, haschen. Also, ach so. Ja, doch. Okay. Captator, der Finger. Capture auf Englisch. Okay, gut. Nichts mit Kopf, sondern mit Fangen. Chiasmus, symmetrische Überkreuzstellung von syntaktisch oder semantisch entsprechenden Satzteilen. Chiasmus, genau, den hatten wir auch in der Schule. Ich bin groß, klein bist du. Symmetrische Überkreuzstellung. Also am Anfang ist die Präposition vorne, am anderen, zweiten Teil hinten. Sehr schön. Chiffre, Zeichen, dessen Inhalt rätselhaft und letztlich nicht nur vom Autor im Gesamtzusammenhang zu erfassen ist. Nicht oder nur vom Autor zu erfassen ist. Stadt als Chiffre der Hoffnungslosigkeit in expressionistischen Lyrik ist ein Beispiel. Wusste ich nicht, dass Stadt ein Chiffre für Hoffnungslosigkeit in der expressionistischen Lyrik ist. Interessant. Chiffren gehen meistens an mir vorbei. Verstehe ich nicht. Dann gibt es eine Syntax, wie heißt das? Ein rhetorisches Stilmittel mit C. Das heißt Chri oder Chri. Also Chrie, Spruchweisheit, ein Merkspruch, eine ethische Maxime. Zum Beispiel den Freunden Gutes tun, den Feinden Böses tun. Was ist denn das für ein Merkspruch? Interessant. Daran kann ich mich nicht erinnern. Contaminatio ist die Zusammenziehung zweier Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Siehe auch Montage. Schlache für Schlange und Drache. Also so eine Art Kofferwort. Aber nicht einfach zusammensetzen, sondern vermengen. Kontamination ist ja, wahrscheinlich heißt es von kontaminieren, also sich gegenseitig. Oh, ich rede mal über was anderes. Concessio, die Richtigkeit eines gegnerischen Arguments wird eingestanden, allerdings durch stärkere eigene Argumente gleich wieder unwirksam gemacht. Weiß ich nicht, also Concessio ist natürlich das Eingestehen, aber ja, ein Eingeständnis, veraltet nach dem Griechischen auch Paromologie, ist eine rhetorische Figur, besonders in der antiken Gerichtsrede, mit der die Richtigkeit eingestanden wird, allerdings durch stärkere eigene Argumente unwirksam gemacht wird. Beispiel, er mag sich unmoralisch verhalten haben, also man gesteht ein, dass es unmoralisch war, aber bestrafen kann man dafür nicht, ist natürlich kein Argument, sondern einfach nur eine Aussage. Ja, also manchmal finde ich es aus rhetorischer Sicht auch ganz gut, einzugestehen, dass der andere mit einem Argument recht hat. Und zwar nicht, um dem dann gleich entgegenzustellen, dass man ja selbst noch mehr Recht hat, sondern auch, um einfach auch einfach einzugestehen, dass die andere Seite durchaus valide Argumente hat. Das ist manchmal sehr hilfreich, wenn man wirklich und nicht irgendwie um dann mit stärkeren Argumenten zu kommen, sondern wirklich eingesteht, der andere hat da ein gutes Argument. Nicht um gleich aufzugeben und alles zuzugestehen, sondern einfach um klarzumachen, nee, ich nehme das wirklich ernst, was du sagst. Ich wertschätze deine Argumente und gestehe ein, das hier ist ein valides Argument. Ja. Gleich wieder unwirksam machen, finde ich keine gute Verwendung für dieses rhetorische. So, Constructo ad sensum. Eine syntaktische Konstruktion, die formal gegen die Regeln grammatischer Kongruenz verstößt, aber sinngemäß korrekt ist. Er liebte das Mädchen, wollte sie heiraten. Formal richtig wäre und wollte es heiraten. Ach so, okay. Formal gegen die Regeln verstößt. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten legten ihre Arbeit nieder. Formal richtig wäre legte. Darüber habe ich mir tatsächlich schon öfter nachgedacht, wie das eigentlich syntaktisch richtig wäre. Und fand das syntaktisch Richtige immer klang so hölzern oder falsch. Dass das aber ein rhetorisches Mittel ist, habe ich gar nicht gewusst. Contradictio in adjecto ist ein Spezialfall des Oxymorons, widersprüchliche Kombination von Adjektiv
und Substantiv. Also ein fünfeckiger Kreis ist hier das Beispiel. Contradictio, der Widerspruch in adjecto. Wofür steht jetzt adjecto? Also im Adjektiv direkt angestellt das Wie-Wort. Conversio, der Wiederkehr eines Wortes am Satzende. Er hatte am Ende nur noch Schmerzen, nur Schmerzen, ist hier das Beispiel in der Wikipedia. Ja, könnte man natürlich auch, er hatte am Ende nur Spaß sagen, um den Sinn dieser Sendung nicht zu gefährden. Und Correctio, Verbesserung, Korrektur. Es war ein Erfolg, was sage ich, ein Triumph. Ist ja keine Korrektur, sondern eine Steigerung, eine vorgetäuschte Korrektur. Eine gesteigerte Korrektur. Interessant. Selbstberichtigt. Naja. So viel, das waren jetzt alle rhetorischen Stilmittel mit C. Also schön abgeschwiffen hier vom Captatio Benevolentiae. Mal gucken. Wir gehen mal zurück zur Liste der Begriffe. Karawan. Karawan ist ja so eine Art Bus. Also ist das nicht ein anderes Wort für nicht hier Reisebus, sondern wie heißt denn das? So Campingauto? Karawan, also so ein, wie heißt denn das? Ein Wohnmobil. Oder? Ja. Also sind wir wieder beim Thema Camping. Solange da eine bequeme Matratze drin liegt, finde ich das durchaus cool, mit seiner Wohnung rumfahren zu können. Total. Carpe diem steht hier als nächstes. Und das ist natürlich ein wunderbarer Sinnspruch. Nutze den Tag, auch aus dem Lateinischen. Und das ist natürlich allumfänglich richtig. Carpe diem, nutze den Tag, mach was draus letztendlich. Und das ist so durchaus positiv. Kommt natürlich sofort Carpe noctem in den Begriff. Ich war ja mal in dieser Grufti-Szene so ein bisschen. Carpe noctem war, glaube ich, sogar eine Band. Das war zumindest so ein Sinnspruch. Nutze die Nacht. Mach das Beste nicht aus dem Tag, sondern aus der Nacht. Weil wir alle so düster sind, fand ich ganz niedlich immer. Ja. Nee, Carpe diem, auf jeden Fall. Hat auch so ein bisschen was Verschwörungsmythisches jetzt gerade. Ich weiß aber nicht, woher die Assoziation kommt. Auch macht nichts. Wenn man es einfach mal so betrachtet, dann finde ich das eine durchaus valide Aussage. Cartoon steht hier als nächstes. Ich muss zugeben, ich komme immer so ein bisschen durcheinander mit den Begriffen Cartoon und Comic. Ich glaube, Comic ist eine längere Geschichte. Cartoon ist doch dieses, wo nur eine Grafik ist, ne? Ja. Ja. Kommt auch aus dem Französischen, Karton, also Pappe, weil sie angeblich ursprünglich auf Karton gezeichnet worden sind. Ja, das sind diese einen Bilder. Single Frames, keine Ahnung. Mag ich absolut positiv besetzt. Besser sogar als Comic, weil ein Comicbuch, da muss man sich ja Zeit für nehmen und das ist halt wie ein Buch lesen dann. Ein Cartoon gucke ich mir eins an und bin dann entweder glücklich oder nicht und kann mich selber entscheiden, ob ich das nächste andere gucke. Mein Lieblingscartoon ist natürlich von Joscha Sauer, Nicht lustig. Den habe ich schon zu meiner Zeit an der Uni kennengelernt. Anfang der 2000er, vielleicht sogar schon in den 90er. Ich weiß gar nicht, wann der angefangen hat. Da hat er halt die Webseite nichtlustig.de und hat jeden Tag da einen neuen Cartoon veröffentlicht. Hat dann irgendwann angefangen, Bücher daraus zu machen und dann auch Comics drin zu haben. Hat auch irgendwann angefangen, das zu animieren. Also eine Zeichentrick Serie daraus zu machen. Und ich mag einfach seinen Humor sehr, sehr gerne. Ich mag seine Figuren, die er entwickelt hat. Den Tod, den Yeti, den Herrn Riebmann, der in der Wand wohnt. Das ist irgendwie alles äußerst skurril.
Wie heißt noch der? The Far Side ist von Larsen, oder? Wie heißt der noch? The Far Side. Wie heißt der? Gary Larsen. Ja, das ist auch ein Cartoon-Zeichner. Der hat immer viel mit Kühen gemacht. Und ja, es ist auch ein äußerst skurriler Comic-Cartoon-Zeichner. Da hatte ich auch relativ früh irgendwie so ein Comic, so ein Band mit allen Bildern. Die haben gemein, Gary Larsen und Joscha Sauer, dass man beim ersten Bild vielleicht das albern findet, wie ich schon wieder sagte. Albern ist etwas, was ich irgendwie durchaus positiv sehe. Und vielleicht auch gar nicht lachen muss. Aber wenn man sich mehrere Cartoons hintereinander aus diesem Humor anguckt, dann, weil, also ich kann dann einfach nicht anders als lachen. Ich finde das dann, also mir bereitet das so eine mit jedem Bild ansteigende große Freude, diese Absurdität, dieser skurrile Humor, das, ja, da wächst das dann einfach in mir an und ich muss irgendwann einfach laut lachen. Das ist ganz wunderbar. Mein Lieblingscartoon von Joscha Sauer ist, glaube ich, der, wo jemand mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt fährt und an einem Regal vorbeikommt, wo drei Aufsteller sind, wo so Dinge sind, die man sich halt nehmen kann, so im Supermarkt. Und beim ersten steht entkoffeiniert. Und beim zweiten Produkt steht mit dem besten aus 5 Liter Milch oder so. Oder 1 Liter Milch. Was man ja von einem bestimmten Produkt irgendwie aus der Werbung kennt. Und beim dritten steht mit dem, was von der Milch übrig ist und ganz viel Koffein. Das ist irgendwie eine sehr gute Weiterverwertung dessen, was für die ersten beiden Sachen nicht gebraucht worden ist. Und der Typ steht halt davor und guckt sich diese Sachen an, guckt so ein bisschen doof, überlegt sich wahrscheinlich gerade, was er davon dann jetzt kaufen möchte. Finde ich großartig. Ich glaube, ich hab damals diesen Cartoon mir runtergeladen und auf eine Tasse drucken lassen. Also nur für mich persönlich habe ich dann mir einfach mal erlaubt. Ich habe jetzt die Tasse natürlich schon lange nicht mehr. Das war irgendwie vor 20 Jahren, keine Ahnung. Ist hoffentlich verjährt. Weiß gar nicht, ob das überhaupt legal gewesen wäre. Ich weiß, ist wahrscheinlich egal. Joscha, wenn du hier zuhörst, was du wahrscheinlich tust. Ich wünsche mir diese Tasse und ich habe dich letztens auch auf Twitter angeschrieben, genau diese Tasse doch mal irgendwie in deinen Shop zu stellen. Ich sehe, dass du genau wie der Einschlafen-Podcast bei Supergeek bist. Die haben auch Tassen. Stell doch mal dieses Motiv bitte rein, das wäre ganz toll. Würde ich mich sehr freuen. Cartoon, ganz, ganz stark positiv besetztes Wort. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Ich bin jetzt schon bei 33 Minuten und ich bin immer noch bei CA. Es gibt aber noch ganz viel mehr Wörter mit C. Ich scroll hier mal runter. Tatsächlich, die meisten, wenn man CA und CH zusammennimmt, da hat man, glaube ich, schon irgendwie 90% der Wörter, die mit C anfängt. Es gibt ein paar mit CI. Mal nochmal eine Kapitelmarke. Also ich bin ja immer noch bei CA. Mit CH kommen dann so Wörter wie OCE gibt es, Cello, natürlich, äußerst positiv. Ich hatte mal eine Wette mit meiner Mutter. Es war so 4 Wochen vor dem Weihnachtskonzert in der Schule. Ich glaube, ich war in der 11. Klasse oder so. Oder 6 Wochen, wo ich gesagt habe, Cello spielen ist doch total einfach. Ich als Bassist würde das total schnell hinkriegen. Da hat sie gesagt, nee, ist nicht einfach. Cello ist ein total schwieriges Instrument. Und da habe ich gewettet, dass ich beim Weihnachtskonzert auf dem Cello mitspielen könnte, wenn ich das wollte. Wetteinsatz war ein Cello. Und dann habe ich innerhalb von ich weiß nicht, oder vielleicht waren es auch 2 Monate oder so, habe ich dann Cello gelernt, die Stücke, die auf dem Weihnachtskonzert gespielt worden sind, und habe dann das Weihnachtskonzert auf dem Cello mitgespielt. Natürlich nicht gut, weit davon entfernt, gut zu sein, aber vermutlich doch auf einem Level, der auf diesem Schulweihnachtskonzert mithalten konnte. Leider hat meine Mutter den Wetteinsatz nie eingehalten, sonst hätte ich den Cello
Vielleicht ist auch gut, dass sie den Wetteinsatz nicht eingehalten hat, weil was soll ich mit dem Cello? Also, ich würde es ja nicht spielen. Ich habe nicht vor, in einem Orchester zu spielen. Wobei jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, ein Cello ist wahrscheinlich laut genug, um gegen eine Western-Gitarre anzukommen. Vielleicht sollte ich meinen Bass in der Band, die ich gerade habe, wir sind ja nur noch zu dritt, zu zweit, wir waren lange zu dritt, mit zwei Gitarren, einem Bass. Da musste ich den Bass verstärken, um gegen die Gitarren anzukommen. Jetzt, mit nur noch einer Gitarre und einem Bass, habe ich immer den Gedanken, wenn ich einen lauten Akustikbass hätte, dann wäre ich vielleicht laut genug, um ohne Verstärkung auch mit Christian zusammen spielen zu können. Mit dem Cello könnte ich das auf jeden Fall. Aber Gitarre und Cello ist ja was ganz anderes als Gitarre und Bass. Cello schreibt man ohne H. Dann kommen so wunderbare Wörter wie Chaiselongue, Chamäleon. Was ist denn Chambre Garnier? Das kenne ich nicht. Gucke ich jetzt auch nicht nach. Champion ist natürlich super positiv besetzt. Chance ist auch positiv besetzt. Changieren klingt total toll. Chanson ist super positiv besetzt bei mir. Hier, wie heißt er denn noch? Es gab mal einen deutschen Chansonsänger, bei dem das alles aber so französisch klang. Das fand ich total gut. Tim, irgendwas mit Tim? Ich weiß es nicht mehr. Chaos finde ich auch positiv besetzt, weil es einfach furchtbar interessant ist. Charakter ist natürlich positiv besetzt. Charge, Charge, chargieren. Charisma, meine Güte, es ist alles charmant, Charme, Kater. Es ist, also gibt es überhaupt negative Wörter mit C? Also, im Moment bin ich total. Chauffeur, ist das positiv? Ich weiß nicht. So ein bisschen altbacken, oder? Chauffeur, wer lässt sich denn noch chauffieren? Chaussee. Ja, check, natürlich. Chauvinismus, das ist ein Wort mit C, was ganz, also es gibt da diese, ich weiß nicht, ich wollte heute nur über schöne Wörter mit C sprechen. Chauvinismus ist keins davon. Ich sag mal einfach nichts weiter dazu. Auch wenn Chauvi eine Verniedlichungsform davon ist, die vielleicht nicht ganz so böse ist, die man vielleicht auch eher verniedlichend benutzt, ist Chauvinismus doch ein, ja, in jedem Aspekt negativ besetztes Wort. Check ist gut, Chef kann gut sein. Ich hatte schon sehr, sehr gute Chefs. Chemie, sehr positiv besetztes Wort, weil Wissenschaft immer positiv ist. Chemiker sind ganz wichtige Menschen. Cherub, Teufel, oder? Ist bei mir positiv besetzt, finde ich total niedlich, das Wort Cherub. Schick. Muss ich immer überlegen, wie es geschrieben wird. Jetzt sehe ich es. Chic. Oder auch Schick. Schick. Aus irgendeinem Grund denke ich immer, vielleicht kommt auch noch ein Q drin vor. Ich weiß auch nicht, wo. Chiffre. Ja, hatten wir schon. Das bedeutet natürlich auch nochmal was anderes. Chiffrieren, Chimäre, Chirurg. Natürlich ist Chirurg positiv besetzt. Chor ist positiv gesetzt. Choreografie ist super positiv besetzt. Christ. Boah, Gott, darüber habe ich jetzt wirklich schon oft genug gesprochen hier im Podcast. Chronik, Chronologie, Cineast. Meine Güte, gibt's schöne Wörter. Clochard. Tolle Kneipe. Also natürlich bedeutet Clochard sowas wie jemand, der durch die Lande zieht. Landstreicher hat man früher gesagt. Das ist, glaube ich, eher negativ besetzt. Aber Clochard ist dann ja wieder so der französische Begriff von frei lebenden Menschen. Und auf dem Kiez in Hamburg gibt es natürlich den Clochard, die Kneipe. Clown weiß ich auch, dass es bei einigen Leuten negativ besetzt ist, weil sie Angst vor Clowns haben. Ich finde Clowns total positiv besetzt. Übrigens auch als Schimpfwort, ey du Clown, finde ich häufig angemessen und nicht so beleidigend wie andere Schimpfwörter. Clou, Cocktail, Collage, Comeback, Comic, Computer. Hallo Computer. Ach wunderbar. Was gibt's für schöne Wörter mit C? Contenance.
Vielleicht sogar ein sehr wichtiges Wort. Cool ist auch ein sehr schönes Wort mit C. Corpus Delicti. Couch. Ach komm, Couch. Vielleicht gewinnt einfach Couch. Ist Couch vielleicht das schönste Wort mit C? Ich lieg gerade drauf. Ich stehe drauf. Also im Moment nicht, liege ich halt. Aber es ist ganz, ganz wundervoll. Coupon. Weiß nicht. Courage, ja. Cousin, absolut positiv besetzt. Crash. Crash-Test-Dummies, positiv besetzt. Ganz klar. Creme, klar. Crescendo in der Musik, wunderbar. Crew, Cup, Curriculum und Cutter. Das letzte Wort ist Cutter. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan vom Buchstaben C. Es gibt wirklich viele tolle, positiv besetzte Wörter und sie sind auch alle so interessant, weil halt wirklich viele davon eben nicht aus dem deutschsprachigen kommen. Und das macht sie irgendwie halt spannend, besonders bereichernd. Ich finde es toll. Ja, vielleicht noch eine letzte Anmerkung zum Thema deutsche Sprache. Und warum ich glaube, dass es möglicherweise Vereine gibt, die da ein bisschen irgendwie rückwärtsgewandt sind. Ich finde Sprache, nein, nicht ich finde, sondern ich glaube, kann ich sagen, ich weiß, nee, dafür habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Ich glaube, Sprache ist immer lebendig. Sprache entwickelt sich immer weiter. Es gibt ja jedes Jahr die Liste der neuen Wörter oder alle 2 Jahre, die der Duden neu aufnimmt. Da haben wir auch Esel und Teddy letztens zwei wunderbare Episoden dazu gemacht und Wörter, die gestrichen werden. Das ist also ganz normal, dass Sprache sich entwickelt, sowohl in den Wörtern als auch in der Grammatik. Und das passiert einfach dadurch, dass Menschen Sprache benutzen und Sprache sich dadurch weiterentwickelt, dass unterschiedliche Leute sie unterschiedlich benutzen. Vielleicht durch Fehler, bewusst oder unbewusst, also Abweichungen, ne? Nicht Fehler, sondern Abweichungen. Und einige dieser Abweichungen setzen sich durch und werden normal. Das ist ein ganz normaler und wunderbarer Prozess. Und gerade die Integration, nicht die Integration, sondern die Inklusion von fremdsprachigen Begriffen in die deutsche Sprache gefällt mir ganz gut. Also ich finde dieses für alles einen deutschen Begriff haben zu müssen eher sperrig und weiß nicht. Ich sage zwar manchmal Rechner, aber das Wort Computer, das nun mal aus dem Englischen kommt, ist doch auch gut. Also es gibt doch gar keinen Grund, dieses Wort nicht zu benutzen. Ja. Ich glaube, die Franzosen sind da noch ein bisschen strikter. Die benutzen einfach ganz, ganz, ganz wenige Fremdsprachebegriffe in ihrer eigenen Sprache und denken sich dann halt für neue Wörter immer französische Klingende aus. Das ist ja auch, also das ist dann natürlich die französische Sprache, weil sie sich dazu entschieden haben, das so zu machen. Aber ja, ich finde das ein bisschen sehr sperrig und unnötig. Und ich finde es schön. Also gerade französische Begriffe mag ich übrigens total gern. Obwohl ich halt nie Französisch gelernt habe und die Sprache nicht kann und sie wahrscheinlich alle falsch ausspreche, aber irgendwie ist es schick. Und ich mag's. Ich würde gerne Französisch können übrigens. Ich würde auch gerne Spanisch und Italienisch können. Das sind so die 3 Sprachen. Klar, also natürlich, wahrscheinlich würde niemand sagen, nein, ich möchte keine weiteren Sprachen lernen. Ich habe aber immer mal wieder den Impuls, ich möchte eine Sprache lernen. Natürlich würde ich auch gerne Chinesisch können und Japanisch, logisch. Aber diese Sprachen zu lernen, habe ich halt wenig Impuls. Bei Spanisch, ich glaube, ich hatte mir sogar so einen Spanischkurs zugelegt. Und so oft, wie ich im Moment in Kalifornien bin, wo ja auch viele Spanisch sprechende Menschen sind, eben aus Mexiko, dann wäre es wahrscheinlich im Moment auch ganz praktisch, Spanisch zu können für mich. In Spanien selbst bin ich nicht so oft. Italienisch mag ich einfach furchtbar gerne. Ich habe halt erst selten Urlaub in Italien gemacht,
Aber wenn ich mir vorstelle, dort Italienisch mit den Leuten da sprechen zu können, das wäre ganz, ganz fantastisch. Und Französisch gibt es geteilte Meinungen. Meine Frau Steff, die mag Französisch nicht so gern. Das liegt ihr nicht so. Es gibt andere Sprachen, die mag sie lieber. Ich mag's. Ich find's anmutig. So, und ja, deswegen habe ich sogar mal in der 11. Klasse oder der 10. Klasse, vielleicht auch schon in der 9., ich glaube eher in der 9., habe ich mal Französisch dann als dritte Fremdsprache. Erste war natürlich Englisch in der 5. Klasse, dann in der 7. Latein. Und dann gab es die Möglichkeit, ich glaube in der 9. Französisch als dritte Fremdsprache anzufangen. Habe ich gemacht. Leider bin ich mit dem Lehrer so gar nicht klargekommen. Ich habe schon nach 5 Wochen wieder geschmissen. Das funktionierte einfach nicht zwischen uns, was sehr schade ist im Nachhinein. Also wenn ich da eine Lehrerin oder einen Lehrer gehabt hätte, der mich dafür begeistert, und wir gut klargekommen wären, dann könnte ich jetzt vielleicht Französisch. Und das bereue ich doch ein bisschen, dass ich das damals nicht gemacht habe, dass es das zwischen uns nicht geklappt hat. Es liegt ja immer an beiden Seiten, wenn es zwischen zwei Menschen nicht klappt. Und ich gestehe sehr gerne ein, dass ich damals kein leichter Charakter war. Wieder ein schönes Wort mit C. Ich war ein durchaus aufmüpfiger Schüler. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Moment, als ich mit Französisch angefangen hatte, schon der langhaarige Zottelrocker war, der ich dann zum Ende meiner Schulzeit war. Also zu Abiturzeiten hatte ich halt richtig, richtig lange Haare und auch sehr volle und lockige Haare. Da waren sehr viele Mädels neidisch auf meine Haarpracht. Und ja, ich war halt Rocker und habe irgendwie zu Judas Priest meine Mähne hin und her geworfen. Heute ist meine Stirn leider so weit nach oben gewachsen, dass es nicht mehr gut aussehen würde. Ich habe natürlich immer wieder überlegt, lasse ich mir nochmal die Haare lang wachsen. Mittlerweile geht es nicht mehr. Das sähe doch sehr albern aus. Und ja, ich mag albern, aber ich muss auch nicht alles Alberne mitmachen. Also natürlich habe ich mit meiner Attitüde damals als Rocker, als Alternativer, und ja, bin ich damals beim Etablissement, es ist zwar ein Wort mit E, aber auch ein sehr schönes, auch hochaktuell. Damals gehörte ich natürlich nicht zum Etablissement, weil ich einfach jung war und Kinder gehören da nie dazu. Man kann zwar Kind des Etablissements sein und die Vorteile daraus dann schon genießen. Ich hatte damals allerdings nicht den Eindruck, dass das bei mir so wäre, obwohl es wahrscheinlich natürlich so ist. Also wenn ich meine Situation damals mit der Situation anderer Jugendlicher vergleiche, die ich jetzt sehen kann, die ich damals vielleicht einfach nicht sehen konnte, dann weiß ich natürlich, wie privilegiert meine Jugend war, ohne Frage. Also ich bin nicht in Armut aufgewachsen, ich bin nicht im Krieg aufgewachsen, ich hatte ein Dach über dem Kopf, wir hatten sogar ein Einfamilienhaus. Meine Eltern sind beide mit sehr wenigen Privilegien aufgewachsen, haben sich sehr viel erarbeitet. Mein Vater ist Kriegsflüchtling, hat mit 14 unter Tage gearbeitet, um die Familie mit zu ernähren, eine Ausbildung gemacht und während seines Berufs an der Abendschule sein Abitur nachgeholt, sein Diplom in Volkswirtschaft gemacht, alles nebenbei, und hat sich dann ein vergleichsweise komfortables Leben erarbeitet, was wahrscheinlich auch nur in Deutschland ging. Insofern war er wahrscheinlich auch privilegiert, weil er halt in Deutschland gelebt hat. Ja, definitiv. So, trotzdem habe ich es damals natürlich nicht als Privileg wahrgenommen, sondern mich als nicht Teil des Etablissements gefühlt, sondern eher als Punk. Punk ist auch ein schönes Wort. Für mich außerordentlich positiv besetzt. Und auch wenn ich heute weiß, dass ich natürlich nie wirklich zur Punk-Szene gezählt habe. Ich hatte einmal ganz kurz, als ich meine Haare irgendwann abgeschnitten hatte, vielleicht mit 25 oder so, 22, 25, irgendwann um die Dreh, hatte ich mal eine ganz kurze Zeit lang grüne Haare.
Aber auch da war ich natürlich nicht Punk, sondern habe in einer schicken Wohnung in Hamburg gelebt und studiert. Und kann man natürlich als Punk auch studieren und in einer schicken Wohnung wohnen. Von meiner Einstellung her war ich, glaube ich, habe ich viele Punk-Elemente auch immer noch in mir. Vielleicht kokettiere ich deshalb ganz gerne damit. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, lebe ich im Moment kein Punk-Leben, sondern eher ein äußerst spießiges Leben. Was ich übrigens auch sehr genieße, und spießig ist für mich auch kein negativ besetztes Wort mehr. Das war's. Als ich mit meinem Französischlehrer nicht klargekommen bin, war spießig, glaube ich, noch ein sehr negativ besetztes Wort für mich. Nee, nicht glaube ich, sondern weiß ich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf gar keinen Fall jemals Spießer werden wollte. Jetzt, wo ich es bin, aus meiner damaligen Sicht, muss ich sagen, ach, ist doch ganz nett. Hat durchaus Vorteile. Und was ich damals alles verdammt habe am Spießertum, da habe ich heute einen ganz anderen Blick drauf, sehr viel mehr Verständnis dafür. Ja, kann man das gleichzeitig Punk und Spießer sein und Verständnis für beides haben? Ich glaube, dass es eine ziemlich starke Einbildung meinerseits ist. Sei es drum. Einbildung ist auch eine Bildung. Nein, ich schlage hier einfach mal, ohne mich weiter zu verzetteln, Rainer Maria Rilke auf. Wir sind immer noch im Stundenbuch. Wir sind bei Location 1388, 21% der gesammelten Gedichte in einem Band. Was ist das da? Was passiert, wenn ich da klicke? Egal. Und ich lese jetzt einfach weiter. Habe ich eine Kapitelmarke gesetzt? Nee. Du bist der leiseste, heimatlose, der nicht mehr einging in die Welt, zu groß und schwer, zu jeglichem Bedarfe. Du heulst im Sturm. Du bist wie eine Harfe, an welcher jeder Spielende zerschellt. Du, der du weißt und dessen weites Wissen aus Armut ist und Armutsüberfluss, macht, dass die Armen nicht mehr fortgeschmissen und eingetreten werden in Verdruss. Die anderen Menschen sind wie ausgerissen, sie aber stehen wie eine Blumenart aus Wurzeln auf und duften wie Melissen. Und ihre Blätter sind gezackt und zart. Zart wird nicht mit C geschrieben, sondern mit Z. Was auch nicht mit C geschrieben wird, sondern mit K, es sei denn, man ist im englischsprachigen Bereich und sehr unflätig, ist Kant. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind in der transzendentalen Dialektik. Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik auf Seite B 718. Augen zu und zugehört. Gehen wir aber von dieser Restriktion der Idee auf den bloß regulativen Gebrauch ab, so wird die Vernunft auf so mancherlei Weise irregeführt, indem sie alsdenn den Boden der Erfahrung, der doch die Merkzeichen ihres Ganges enthalten muss, verlässt und sich über denselben zu dem Unbegreiflichen und Unerforschlichen hinwagt, über dessen Höhe sie notwendig schwindlicht wird, weil sie sich aus dem Schwindlicht. Ach. Wo wir gerade so viel über Wörter gesprochen haben. Hier steht Schwindlicht. Und mir dünkt gerade, dass das der damalig gebräuchliche Wort für schwindelig ist. Also heute würde ich schwindelig sagen. Wenn das von Schwindlicht kommt und das bedeutet, dass man das Licht schwindet, habe ich jetzt das Wort schwindelig verstanden. Habe ich vorher nie. Interessant. Muss ich unbedingt später mal nachforschen. Über dessen Höhe sie notwendig schwindlicht wird, weil sie sich aus dem Standpunkte desselben von allem mit der Erfahrung stimmigen Gebrauch gänzlich abgeschnitten sieht. Der erste Fehler, der daraus entspringt, dass man die Idee eines höchsten Wesens nicht bloß regulativ, sondern welches der Natur einer Idee zuwider ist, konstitutiv braucht, ist die faule Vernunft, ignava ratio. Man kann jeden Grundsatz so nennen, welcher macht, dass man seine Naturuntersuchung, wo es auch sei, für schlechthin vollendet ansieht und die Vernunft sich also zur Ruhe begibt,
als ob sie ihr Geschäfte völlig ausgerichtet habe. Hier gibt es noch eine Fußnote zum Ignavaratio, vor dem letzten Satz, muss ich natürlich nicht vorher vorlesen müssen. Die Fußnote, so nannten die alten Dialektiker einen Trugschluss, der so lautete: Wenn es dein Schicksal mit sich bringt, du sollst von dieser Krankheit genesen, so wird es geschehen, du magst einen Arzt brauchen oder nicht. Cicero sagt, dass diese Art zu schließen ihren Namen daher habe, dass, wenn man ihr folgt, gar kein Gebrauch der Vernunft im Leben übrig bleibe. Dieses ist die Ursache, warum ich das sophistische Argument der reinen Vernunft mit demselben Namen belege. Ignavaratio. Faule Vernunft. Aha. Ja. Das ist ein sehr schöner Begriff eigentlich. Gut, Fußnote Ende, weiter im Text. Daher selbst die psychologische Idee, wenn sie als ein konstitutives Prinzip für die Erklärung der Erscheinung unserer Seele und hernach gar zur Erweiterung unserer Erkenntnis dieses Subjekts noch über alle Erfahrung hinaus ihren Zustand nach dem Tode gebraucht wird, es der Vernunft zwar sehr bequem macht, aber auch allen Naturgebrauch derselben nach der Leitung der Erfahrung ganz verdirbt und zugrunde richtet. So erklärt der dogmatische Spiritualist die durch allen Wechsel der Zustände unverändert bestehende Einheit der Person aus der Einheit der denkenden Substanz, die er in dem Ich unmittelbar wahrzunehmen glaubt. Das Interesse, was wir an Dingen nehmen, die sich allererst nach unserem Tode zutragen sollen, aus dem Bewusstsein der immateriellen Natur unseres denkenden Subjekts und so weiter, und überhebt sich aller Naturuntersuchung der Ursache dieser unserer inneren Erscheinung aus physischen Erklärungsgründen, indem er gleichsam durch den Machtspruch einer transzendenten Vernunft die immanenten Erkenntnisquellen der Erfahrung zum Behuf seiner Gemächlichkeit, aber mit Einbuße aller Einsicht vorbeigeht. Noch deutlicher fällt diese nachteilige Folge bei dem Dogmatismus unserer Idee von einer höchsten Intelligenz und dem darauf fälschlich gegründeten theologischen System der Natur, Physikotheologie, in die Augen. Denn da dienen alle sich in der Natur zeigende, oft nur von uns selbst dazu gemachte Zwecke dazu, es uns in der Erforschung der Ursachen recht bequem zu machen, nämlich anstatt sie in den allgemeinen Gesetzen des Mechanismus der Materie zu suchen, sich geradezu auf den unerforschlichen Ratschluss der höchsten Weisheit zu berufen und die Vernunft Bemühungen als denn für vollendet anzusehen, wenn man sich ihres Gebrauchs überhebt, der doch nirgend einen Leitfaden findet, als wo ihn uns die Ordnung der Natur und die Reihe der Veränderungen nach ihren inneren und allgemeineren Gesetzen an die Hand gibt. Dieser Fehler kann vermieden werden, wenn wir nicht bloß einige Naturstücke, als zum Beispiel die Verteilung des festen Landes, das Bauwerk desselben und die Beschaffenheit und Lage der Gebirge oder wohl gar nur die Organisation im Gewächs- und Tierreich aus dem Gesichtspunkt der Zwecke betrachten, sondern diese systematische Einheit der Natur in Beziehung auf die Idee einer höchsten Intelligenz ganz allgemein machen. Denn als denn legen wir eine Zweckmäßigkeit nach allgemeinen Gesetzen der Natur zum Grunde, von denen keine besondere Einrichtung ausgenommen, sondern nur mehr oder weniger kenntlich für uns ausgezeichnet worden und haben ein regulatives Prinzip der systematischen Einheit einer teleologischen Verknüpfung, die wir aber nicht zum Voraus bestimmen, sondern nur in Erwartung derselben die physisch-mechanische Verknüpfung nach allgemeinen Gesetzen verfolgen dürfen. Denn so allein kann das Prinzip der zweckmäßigen Einheit den Vernunftgebrauch in Ansehung der Erfahrung jederzeit erweitern, ohne ihm in irgendeinem Falle Abbruch zu tun. Ja, den zweiten Fehler lese ich euch dann in der nächsten Episode vor. In der übernächsten. In der nächsten gibt es natürlich wieder Goethe. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Schlaft ausreichend viel. Denn Schlafen ist sehr wichtig für die Gesundheit. Ich wünsche euch sehr viele schöne Wörter mit C in der Zeit. Courage und Contenance vor allem. Und Couch. Ich finde, Couch hat gewonnen. Also, schlaft recht gut. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.